Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Atomausstieg im Jahr 2021. Den Atomausstieg haben wir an der einen oder anderen Stelle ja schon besprochen. Er kommt noch original als praktisch Nachwirkung des Fukushima-Unfalls von 2011. Und wir haben eben beschlossen, dass wir nach und nach alle Kernkraftwerke in Deutschland abschalten und vom Netz nehmen. Das hatten wir zuletzt Ende 2019, als das Kernkraftwerk Philippsburg 2 vom Netz getrennt wurde. Dazu hatten wir auch ein separates Video hier auf dem Kanal. Ende 2022 werden dann die allerletzten 4 vom Netz gehen. Aber tatsächlich werden wir in diesem Jahr noch Ende 2021 3 Kernkraftwerke vom Netz abschalten, vom Netz trennen. Deren Betriebserlaubnis läuft praktisch ab. Und wir wollen uns mal anschauen, was hat das denn voraussichtlich für Auswirkungen auf die Energiewirtschaft, auf die Energiewende und auf die Versorgungssicherheit in Deutschland. Jetzt ist ja einerseits dieser Atomausstieg schon eine ganze Weile beschlossen. Gleichzeitig haben wir einen Kohleausstieg. Gleichzeitig haben wir eine Energiewende, die auch nur so nach und nach Schritt für Schritt voranschreitet. Das heißt, wir haben tendenziell eine Spannungshaltung zwischen den einzelnen Erzeugungskapazitätstechnologien und natürlich auch den verschiedenen Lobbygruppen. Und dementsprechend ist es mal wichtig zu verstehen, was bedeutet es jetzt ganz konkret, wenn wir Ende dieses Jahres, also in weniger als 12 Monaten, 3 große Kernkraftwerke vom Netz gehen. Geht das überhaupt? Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Es handelt sich jetzt erstmal, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, um die Kernkraftwerke Brockdorf hier in Schleswig-Holstein, dann das Kernkraftwerk Grohnde in Niedersachsen und das Kernkraftwerk Grundremmingen C zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Diese Karte hier von energycharts.info hat ja auch noch Kernkraftwerk Philippsburg 2 drin, was ja schon 2019 vom Netz gegangen ist. Und nicht wundern, es hat hier auch noch das Kernkraftwerk Grundremmingen B mit auf der Karte. B ist aber auch schon Ende 2017 vom Netz gegangen. Das heißt, diese beiden, Philippsburg 2 und Grundremmingen B, schon nicht mehr betrachten, wenn ihr selbst auf diese Karte geht, die ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Was jetzt abgeschaltet wird, ist also Grundremmingen C, Grohnde und Brockdorf. Die haben, wie ihr sehen können, 1,4 Gigawatt, 1,3 Gigawatt und 1,2 Gigawatt ungefähr. Das ist halbwegs wichtig, um das nachher einschätzen zu können, wenn wir uns noch die anderen Karten anschauen wollen. Wir sehen natürlich auch, das ist dann hier so quer durch Deutschland, einmal im Norden, einmal so halbwegs nördliche Mitte und dann einmal noch so die südliche Mitte, wo jetzt große Erzeugungskapazitäten wegfallen. Wenn wir einmal kurz betrachten, wo noch die meisten Kohlekraftwerke liegen, dann sehen wir, wenn wir das hier betrachten, wenn wir das hier betrachten und das hier betrachten, da sind einige große andere Kraftwerke noch in der Nähe. Das wird also tendenziell nicht besonders problematisch werden. Wenn wir uns die Gaskraftwerke anschauen, die so in Deutschland sind, dann ist das ja weit verteilt. Auch da haben wir jede Menge Kapazitäten überall. Und wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen auf zum Beispiel die Windkapazitäten eingehen, dann sehen wir ja, dass das wirklich auch überall vorhanden ist, auch Solarkapazitäten überall vorhanden sind. Das heißt, wir haben mit dem, was wir im Netz in Deutschland finden, wahrscheinlich jede Menge Möglichkeiten, um die Kapazitäten erstmal dezentral auch zu ersetzen. Jetzt schauen wir uns doch aber mal an, was bedeuten denn diese Kapazitäten überhaupt? Indem wir mal hier in die Nettostromerzeugung in Deutschland im Januar 2021 gehen. Das heißt, bis ungefähr hier haben wir so aktuelle Werte und danach gehen wir praktisch in die Zukunft. Wir sehen hier die verschiedenen Erzeugungskapazitätsarten, ne? Also die verschiedenen Arten von Kraftwerken. Und das Rote hier ist immer die Kernenergie. Wir sehen, die ist im Regelfall irgendwo bei 8,1 Gigawatt. Die schwankt natürlich so hier und da, aber sind immer so bei ungefähr 8,1 oder mal hohen 7,8 und 7,5 Werten, aber im Regelfall irgendwo bei 8,1. So. Jetzt erinnern wir uns, 1,4, 1,3, 1,2 bei den 3 Kraftwerken, die Ende dieses Jahres runtergehen. Das heißt, wir haben vielleicht so in etwa auch die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte dieser Kapazität, die wegfallen würde. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Die Hälfte dieser roten Menge wird dann zum Ende des Jahres abgeschaltet.
Jetzt sehen wir in dieser Grafik ja hier auch diese schwarze Stelle, die gerade so hervorgehoben ist. Das ist die Last, das ist der Verbrauch im Stromnetz praktisch. Diese eine Stelle, wo das hier so runtergeht, das dürfte einfach ein Datenfehler sein. Lasst euch mal davon jetzt nicht stören. Im Regelfall ist das hier die verlässliche Stelle, an der wir sehen, wo gerade ungefähr der Verbrauch im Vergleich zur Erzeugung steht. Im Regelfall ist die Erzeugung hier ja offensichtlich höher als der Verbrauch. Hängt auch immer noch ein Stück weit natürlich mit der Covid-Pandemie zusammen. Wir haben viel Industrieverbrauch nicht. Viel mehr Leute sind zu Hause und im Homeoffice und verbrauchen dabei einfach weniger Strom, als die Maschinen und die Büroanlagen es eben auf der Arbeit verbrauchen würden. Dementsprechend haben wir aktuell weniger Verbrauch als üblich. Dementsprechend laufen aber auch viele Kraftwerke bei weitem nicht auf maximale Erzeugungskapazität. Auch die Atomkraftwerke laufen alle nicht unbedingt bei einer maximalen Erzeugungskapazität. Warum das so ist, haben wir auch an vielen Stellen schon erklärt. Die sind oftmals in ihrer Erzeugung träge, können nicht ganz schnell hoch und runter schalten. Und wenn jetzt die Preise zum Beispiel am Markt sich verändern, können die Kraftwerke nicht unbedingt darauf reagieren und es passenderweise sich selbst runterfahren, weil die Preise sinken, Überangebot vorhanden ist, oder schnell hochfahren, weil die Preise gerade steigen, weil ein Unterangebot da ist. Das heißt, die Kraftwerke laufen alle relativ pauschal bei einer eingeschränkten Kapazität, während wir ja bei Wind- und Solarenergie sehr flexibel sein können und dort sehr, sehr schnell abschalten und auch wieder anschalten können. Wir merken uns aber ganz wichtig, die meisten großen Kraftwerke laufen bei weitem nicht bei einer Maximalkapazität. So, wenn wir uns ungefähr vorstellen, diese drei großen Kernkraftwerke, Brokdorf, Grunde und Grund-Remming C, machen ungefähr die Hälfte der Gesamtkapazität aus. Dann blenden wir jetzt auch einfach mal die gesamte Kernenergiekapazität hier aus und schauen uns mal an, was das im Vergleich zum Verbrauch bedeutet. Wenn wir uns wieder diese Last uns anschauen, haben wir jetzt ja plötzlich hier und da so weiße Flecken, wo praktisch jetzt die Erzeugung fehlen würde, um den Verbrauch, um die Last zu treffen. Jetzt haben wir ja die gesamte Kernenergie ausgeblendet. Es fällt ja aber nur die Hälfte davon weg. So, wenn wir das einerseits bedenken, wir haben hier immer noch trotzdem eigentlich die Hälfte der roten Menge und die ganzen anderen Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und vor allem auch jede Menge Windenergie ist ja gar nicht auf Maximalkapazität. Wir sehen ja immer noch, wenn wir über eine Autobahn fahren oder mit einer ICE-Strecke fahren, sehen wir ganz viele Windräder einfach stillstehen. Wenn wir das alles bedenken, ist das Abschalten der drei Kernkraftwerke Ende 2021 so rein kapazitätsmäßig kein Problem, weil natürlich auch fossile Kraftwerke einfach dann ein bisschen mehr produzieren werden, wir aber auch vor allem aus der Windkapazität und gerade im Sommer natürlich auch aus der Solarkapazität diese Mengen einfach ersetzen können und einfach diese Kapazitäten dann hochfahren werden und mehr produzieren werden. Das ist dann in der Gesamtflexibilität nachher vielleicht sogar ein ganz positives Signal, weil wir einfach mehr Windenergie haben, die ja flexibel auf das reagiert, was im Netz und im Markt passiert und wir dementsprechend vielleicht sogar mittelfristig eine kleine Entspannung in den Preisen sehen werden. Das wird vor allem dann aber interessant, wenn dann irgendwann auch die weiteren Kohlekapazitäten und jetzt natürlich auch schon unmittelbar die Atom- oder Kernkraftwerkskapazitäten wegfallen werden. Ja, Atomausstieg und Kohleausstieg funktioniert nur dann, wenn wir die erneuerbaren Kapazitäten und die Speicherkapazitäten extrem hochbauen. Aber jetzt kurzfristig betrachtet für 2021 sieht es erstmal danach aus, dass die wegfallenden Atomkraftwerkskapazitäten gar kein großes Problem sind, weil wir auch jetzt wirklich noch bedenken müssen, vier Kernkraftwerke laufen ja noch und die ganzen großen Kraftwerke laufen auch noch. Das war jetzt Winter, das ist ja jetzt Januar 2021. Wir gehen mal zurück in den Juli 2020, Sommer. Natürlich trotzdem Covid-Pandemie, das heißt, wir haben auch hier nicht unbedingt die richtig krasse Verbrauchslast, die wir normalerweise vielleicht auch sehen würden. Dementsprechend war aber natürlich auch in diesem Jahresverlauf schon klar, die Erzeugungskapazitäten laufen auch nicht auf maximale Kapazität. Das heißt, wir haben auch noch ganz viel Erzeugung gar nicht abgerufen, die wir theoretisch hätten erzeugen können. Wenn wir uns jetzt den Juli hier anschauen, dann sehen wir ja, dass wir ganz oft deutlich mehr Erzeugung haben als Verbrauch. Diese gelben Spitzen, das ist dann eben die Solarenergie, die natürlich im Sommer richtig hochschießt. Und wenn wir uns vorstellen würden, dass wir jetzt einfach vergleichsweise angenommen, Juli 2022 wäre dann genauso wie jetzt hier im letzten Jahr,
dann fällt ja die Hälfte eigentlich der Kernenergie weg. Das heißt, wir müssen uns die Hälfte eigentlich wieder draufdenken. Dann haben wir in einem vergleichbaren Jahr im Regelfall trotzdem immer noch mehr Produktion als Verbrauch. Das heißt, die Solarkapazitäten liegen hier im Regelfall drüber und die Windkapazitäten sind an vielen Stellen noch gar nicht richtig abgerufen und wir haben immer noch mit Gaskraftwerken und der ein oder anderen Steinkohlekapazität mehr als nötig über, um dem Verbrauch begegnen zu können. Wir haben natürlich gleichzeitig hier immer noch in dieser Visualisierung die Hälfte der Kernkraftwerke nicht, die ja immer noch dann laufen werden. Das heißt, ganz kurzfristig betrachtet für das Jahr 2022 macht die Abschaltung, die wir jetzt im Dezember erleben werden, gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Das können wir sowas von locker schaffen, indem wir einfach unsere bestehenden fossilen Kraftwerke ein bisschen stärker laufen lassen, aber vor allem auch die bestehenden Windkapazitäten dann richtig laufen lassen, wenn sie laufen können. Und natürlich auch gerade im Sommer die Solarkapazitäten doch eine ganz große Menge ausmachen und wir dementsprechend keine größeren Probleme haben dürften, die Mengen zu erreichen. Da, wo es dann vielleicht doch mal an der einen oder anderen Stelle zu wenig sein sollte, haben wir auch immer noch ein zusammenhängendes europäisches Stromnetz, wo wir an anderen Stellen genügend Produktion hätten. Wir müssen aber auch bei diesem Argument immer betrachten, Deutschland ist Netto-Exporteur. Die meiste Zeit im Jahr haben wir einen Überschuss an Stromproduktion im Land und geben unseren Nachbarn etwas ab, was sie vielleicht auch gar nicht wollten. Da wäre es dann gut, noch mehr Speicherkapazitäten im Land zu haben, dann halten wir das ja hier. Und in den wenigsten Momenten im Jahr importieren wir tatsächlich aus dem Ausland. Dementsprechend als Erkenntnis, wir werden mit dem Atomausstieg 2021 mit den 3 Kraftwerken, die in diesem Jahr jetzt vom Netz gehen werden, keine Probleme bekommen, wenn Brockdorf, Grohnde und Grundremmingen C vom Netz gehen werden, wird das keine Probleme für unser Stromnetz und auch keine Probleme für unseren Energiehandel bedeuten. Sobald dann im nächsten Jahr auch noch die Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Grafenrheinfeld und Emsland vom Netz gehen werden, dann müssen wir eben tatsächlich für eine kurze Weile noch auf Steinkohle- und Braunkohlekapazitäten und auf Gaskapazitäten setzen, weil wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren ja so extrem hinterherhängen. Ja, aber auch das wird für das Stromnetz und für den Handel kein Problem darstellen. Die Atomkapazitäten, die ja insgesamt nie mehr als 10%, 9% der Gesamtproduktion in Deutschland ausmachen, die können wir problemlos ersetzen. Soweit also zum Atomausstieg und zu dem, was er in diesem Jahr oder Ende dieses Jahres auf die Energiewirtschaft auswirkt, keine großen Probleme. Habt ihr Fragen dazu, gerne unten in die Kommentare und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.